Hallo und herzlich willkommen. Der dritte Spieler ist wieder zurück aus dem Gamescom Nirvana. Alex Stefano ist für euch, ich spiele weiter The Binding of Isaac Rebirth und das ist das erste Video, was ich mit Windows 10 aufnehme. Gewissermaßen. Transfer hat soweit ganz gut geklappt, bis auf ein paar kleine Kinderkrankheiten, die ich glaube ich mittlerweile im Griff bekommen haben sollte. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ah, direkt schon mehr. Das dürfte Cancer. HP up, you feel protected. Ist gut. Drei Soul Hearts direkt zum Anfang. Sehr gerne genommen. Was haben wir hier? Okay. Das sieht nach Ärger aus. Direkt mal wegmachen hier. Aha. Oh no. No, 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 no. God damn it. Okay, jetzt glühe ich blau. Was ist passiert? Ha. Hält der Effekt an? Ne, bleibt aus. Okay. Hier ist auch kein Tintotrock. Ich habe nur eine Bombe und keine besonders geistreiche Idee. Wann und wie und ob ich sie zünden soll. Ah. Okay, ich habe keinen Schlüssel. Das ist ein halbes Herz. Ich habe noch eine Bombe. Ich könnte die hier öffnen samt Truhe. Wahrscheinlich kriege ich die Vase dann auch noch mit. Das sieht gut aus. Es sollte... Yes. Oh, no, no, no. Es ist Bob's Brain. Ich weiß nicht, ob ich Bob's Brain haben will. Ach, was soll's. Versuchen wir es einfach mal mit Bob's Brain. Ich meine, was ist das? Oh, wait a minute. Aha. Konnte man nicht... Nee, scheiße, das Ding explodiert nur über Gegnerkontakt. Ja. God damn it. Eine Chance. Ich hatte eine Chance und ich hab's verkackt. Jetzt haben wir den Duke of Flies. Der olle Fliegerich hier. Und natürlich wieder warten, bis Bob's Brain respawnt und irgendwie hat bis das funktioniert. Quasi Rotten Meat. HP up. Kein Devil Steel. Das wundert mich nicht. Bumm. Da ist ein Tintotruck. Ich will gleich eine Bombe haben, um das Ding irgendwie aufzusprengen. Oh oh. Oh, goddammit. Na, sehr witzig Spiel. Sehr witzig. Wir haben uns alle köstlich amüsiert. Okay, Bob's Brain kann entweder einen Run killen oder ihn besser machen. Mal schauen, was ich... Ja! Wenn mir der Tintenfrog jetzt noch irgendwie eine Bombe oder so ausspuckt. Das wäre super, aber erstmal brauche ich eine Bombe. Immerhin der goldene Schlüssel. Jetzt brauche ich mir für diese Ebene zumindest keine weiteren Sorgen mehr, um Schlüssel zu machen. Stigmata. Damage und HP up. Ich glaube, auch damit kommen wir zurecht.
Sind hier irgendwo Tinted Rocks, die ich irgendwie damit noch mitsprengen kann? Wahrscheinlich nicht. Doch, doch, da ist einer. Ich könnte. Ja! Hat sich ja fast gelohnt. Für das eine Soul Heart. Mein Aiming will heute nicht so. Na, klasse. Warte mal, da war noch was. Da war noch ein Raum. Oh, nice. Über ein Aiming talken wir heute gar nichts. So, für 3 Münzen gibt es nicht viel. Kann ich genauso gut hier reinstecken. Ich habe das Gefühl, das wird ein kurzer Run. Ein Bobsprain, Cancer, Stigmata. Was haben wir noch? Ah ja, hier ist die aktuelle Run-Nummer: M4RP26RD. Dass sie quasi nachspielen. Oh Gott, The Haunt. Nicht The Haunt. Andererseits. Ah, what? Ja, toll. Toll gemacht. Toll, Fenris. Ganz toll. Und jetzt, wo ich Swapsprain gebrauchen könnte, ist es natürlich... Oh, damit Brimstone, das war Red Heart Damage. Bumm. Bumm. Okay. Gibt es rote Herzen. Ultimate Grand Supreme. Okay, jetzt wird erstmal einkaufen. Gefahren. Gegangen. Eingekauft. Shopping Spree. Zum Beispiel diese Bombe. Schlüssel, ne. So, wo war? Da. Und ich bekomme eine Bombe und einen Schlüssel raus. Sehr gut. So, und jetzt flux zur nächsten Ebene. Und da ist die Katakomben. Ich trau dem Braten nicht. Trollbombe! Tote Katze, 9 Leben. Vielleicht krieg ich ja das Guppy-Set zusammen. Oho. Oh. Ah. Ein Schlüssel. Dafür hat sich das Elend doch gelohnt. So, halbes Herz noch. Das... ja, genau. Ich glaube nicht. Goddammit.
halbes Herz. Immer so eine knappe Geschichte hier mit den halben Herzen. Und Bobs Brain ist mir dabei keine große Hilfe. Geh weg. So, immerhin. Explosions. Explosions. Danke fürs Tür aufmachen. Das wäre dann nicht nötig gewesen. Ich meine es ernst. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ah, komm. Kabum. Ja. Genau so wollte ich das. Bumm. Ja. Das Ding auch kaputt. Aber ordentlich auf Distanz bleiben und mit Bobs Brain aus der Ferne. Aus der... Ja, genau. Gut. Das... Ja. Wie wär's mit Nein? Bumm. Oh, Pille. Lemon Party. Die Limonenpartei. Oh, wir haben hier Infestation. Infestation Shot. Ich habe so eine Ahnung, was das bewirkt. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber... Eventuell... Ja, okay. Also das, wo ich dann meine Spinne rausschieße, meine Tränen rausschieße. Okay, The World. The World hebe ich mir für den nächsten auf. Bin mir nicht ganz sicher, das könnte ein... Ist das der Generalschlüssel? Ist das der große Schlüssel? I don't know. Erstmal. Nein. Okay, so. Ich mache quasi neue Spinnen. Das ist gut. Ich habe eine Bombe, wie nutze ich sie? Ich könnte schauen, was es mit diesem Schlüssel auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, was dieser Schlüssel macht. Ich könnte dafür die Bombe ausgeben. Mal schauen, vielleicht finde ich auf der nächsten Ebene noch weitere Bomben. Also riskieren wir es. Holen wir uns ein bisschen Geld wieder. Gee, thanks! Grrr. Zwei Münzen, doch so großzügig. Meine Fresse. Das Spiel mag mich heute nicht. Sein Fehler. So. So, das ist die Lemon Party. Was ist das? 48 Hour Energy. Speed up. Lockdown. Ah. The world. Open the world. Hm. Wait. Whoa, 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 wait. Sieben Münzen. Okay. Okay. Ich meine, ich habe zwei Schlüssel. Ich weiß ja jetzt nicht, was es damit anstellt. Was es mit mir anstellt. Aber ich werde es jetzt einfach mal für die Wissenschaft riskieren. Mom's Key. Less is now more. Plus two keys. Weniger ist mehr. Das ist der Schlüssel von Mom. Aber... Also jetzt zwei Schlüssel für den Preis von anderthalb quasi, oder wie? Also habe ich jetzt eigentlich nur mehr Schlüssel gekauft. Okay... Es ist ja keine aktive Ability oder sowas aufgehoben. Das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Ah.
So, züchten uns erstmal eine Spinnenarmee. Ein bisschen. Okay. Oh, wow, 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 wow. Was ist hier? Broken Magnet. Okay. Ja, ich würde sagen. Oh Gott. Oh no. No, no, no. No, no. Ah. Tarot Card. May the light heal and enlighten you. Gut. Sieht gut aus. The world. Oh. Das hat quasi denselben Effekt von The World. Nur noch mit einer Heilung. Von einem halben Herz. Aber ey, immerhin, ich nehme die Siege so, wie sie kommen. Gewissermaßen. I'm winning. Oh. Oh, no, 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 no. Not you. Not you, Krampus. Nicht heute. God damn it. Damn it, Krampus. Purity. Oh Gott, damn it. Shop BFF. Das wäre eigentlich was. Wobei will ich Bob's Brain noch mächtiger machen, als es ohnehin schon ist? Ich befürchte, die Antwort auf diese Frage lautet nein. Nicht der beste Run, aber... Der Entertainment-Faktor ist da. Gibt es zu. Sagt es. Bumm. Ich glaube, es macht das auch nicht bei jedem Gegner. Okay, Schlüssel. Klasse. Aber ich hätte gerne noch ein paar Bomben, wenn es recht wäre. Ich würde mich wirklich über Bomben freuen. Halbes Herz ist okay. Auch genehm, ja, durchaus. Eine Bombe. Wahrscheinlich, damit ich auch in den Secret Room komme, da... Ja, ja, klasse. Super. Toll. Echt super toll. Oh Gott, no. Oh Gott, no. Ich hätte gerne eine Bombe. Ich will in den Raum da rein und Sachen mitnehmen, denn da ist das Loot und es ist toll. Alle Male wollen das Loot. Und wenn ich das richtig angestellt hätte, dann... Oh, das Geld kommt zu mir. Revenge Fly. Okay. Das ist praktisch. Also ich muss mich dann eigentlich nur treffen lassen und die Fliege erledigt dann den Rest. Das Problem ist, ich muss dann mit einem halben Herz Energie rumlaufen, in der Hoffnung, dass ich dann nicht krepiere. Das könnte eine klitzekleine Herausforderung sein. Bombe. Danke. Endlich. So. Nicht schlecht. Bomben. Zwei Soul Hearts. Ein bisschen Energie. Eine gute Kiste. Jetzt kann ich sogar die Revenge Fly aktiv nutzen. Könnte mir gegen Krampus helfen. Das heißt, vorausgesetzt, ich behalte die Soul Hearts noch nach dem Bosskampf. Ich habe keine Ahnung, was jetzt irgendwie auf mich zukommt mit dem Dark One. Nicht so toll. Jetzt macht er dunkel. Kann man.
Oh. Something cute. Oh. Okay. Okay, den Devil-Steel-Raum mit Krampus komme ich jetzt nicht mehr rein. Okay. Hat wahrscheinlich eh wieder nur Kohle gegeben. So, wir sind jetzt in den Depths, den Tiefen. Und wir, ja, klasse. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal weiter und hoffen das Beste. Bumm. Aha. Warten, bis der Creep weg ist. So. Na. Ah. Eine Gabel. Ich kann sie nicht mitnehmen. Was ist das? Odd Mushroom. Ich habe doch wahrscheinlich HP-Upgrade. Moment, da war doch ein Herz. Achso, da war's. Ja, da hilft's mir nichts. Oh. Hat sich ja fast gelohnt. Hier ist ein Tinte. Ne, hier ist keiner. So, die haben wir zum Schweigen gebracht. Was haben wir? Ah ja, Creepy Mac Creep Creeps. Nur für den Fall, dass das Spiel noch nicht gruselig und unheimlich genug ist, gibt es solche Gegner. Bumm. Haha. Jetzt kriege ich aber die Bomben hier haufenweise. Ah, no, komm. Wenn ich mal will, dass Bob's Brain das tut, was es irgendwie an Preis, dann macht es das nicht. Ah, jetzt auf einmal, jetzt auf einmal. So, Revenge Fly erledigt den Rest. May your rage bring power, the Empress. Ich würde sagen, nutzen wir die mal hier. Ah, Gott, dann diese Gängel. Diese Gängel. Okay, Geld. Ist hier irgendwo ein Tinte-Truck? Ich sehe jetzt hier zumindest keinen. Sieht nicht so aus. Super Greed. Ja. Okay, das war einfach. Jetzt eine Shopping-Tour wäre nett. Interessante Steinkonstellation. Die war vorhin nicht da. Gut. Ne, hier war. Zombies. Ah. Ja, aber ich habe den Raum geklärt. Das müsste zählen. Ja, hat es. Gut. Vier Leben noch. Ein Herz. Nicht die besten Chancen. Aber ich glaube, hier könnte ein Geheimraum sein. Nicht. Wie wär's denn hiermit? Bingo. Golden Shit. Wealth of Wealth. Counterfeit Penny.
Bin mir nicht sicher, dass mir der allzu viel bringt. Ey, ich hasse das, wenn die Gegner das tun. Ey, ich hasse es. So, da durchgemogelt. Was ist da? 48 Hour Energy. Nenn ich 48, 24 wahrscheinlich. Irgendwie so in der... Oh, die können wir... Moment. Kaboom. Ist da was? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, wo... Ich... Da unten. Oh, den ganzen Weg zurück. Okay, also... Monstro 2. Ernsthaft. Klar, so kann man auch Leben verbraten. Geht. Kann man machen. Ah, Revenge Fly. Und wir haben das Ding irgendwie geschafft. Wachstumshormone. Okay, wäre jetzt nicht meine erste Auswahl gewesen an Items, die ich hätte haben wollen. Aber ich schätze mal, ich nehme es einfach so, wie es kommt. Was bleibt mir denn bitte auch anderes übrig? Bumm. Aha. Was ist das? Tür of Clubs, Item Multiply. Gut, doppelte Bomben. Ich würde sagen, wir öffnen mal die... Oh. Nice. Oh, noch eine Karte. The Magician. Und nochmal die Bomben mit. Okay. Creepy Mac Ghosts. Creepy Ghost Ghosts. Ihr seid Geister. Ihr seid gruselig. Ihr sollt weggehen. Geh sterben. Wunderbar. So. Ah, es darf gezockt werden. Pille. Explosiver Durchfall. Und der Apparat ist kaputt. Wenn das keine Botschaft war, dann weiß ich auch nicht mehr. Ah! Ja. Das nennt man dann die Bank sprengen, wenn eine Spielhalle ist. Wobei ich mir nicht vorgestellt hatte, dass es so explosiv wird. Warte mal. Gibt's hier. Okay, da hinten gibt es noch einen Laden. Schauen wir mal. Money. So. 37 Monies. Mal schauen, ob ich das Geld noch behalten kann. Für eine Weile. So, kleine Spinnenarmee. Oh no. Oh no. Lord of the Flies, oder wie? Das Remake. Gibt es ein Remake von Lord of the Flies? Der Herr der Fliegen? Gibt es eins? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte es eins geben. So.
So, ich würde sagen, der Raum ist ideal, um sich eine Spinnenarmee zurechtzuzüchten. So, da unten wollen wir nicht rein. Wir wollen hier... Das geht. Ah, dazu reicht die Range nicht ganz. Los, Sick'em! Oder auch nicht. Ich muss aufpassen, dass mich das Red Fire hier nicht killt. Ja, genau du, da oben. Rotes Feuer. Ich habe dich ganz genau im Blick. Ich sehe dich. Bumm. Ja, so geht's auch. Schlüssel. Da ist die Notched Axe. Rocks don't stand a chance. Ich glaube, damit kann ich mir zumindest die Bomben ersparen. Befuhl, da bringt mich wieder an den Startpunkt zurück. Two of Hearts Item Multiplier. Nee, der hilft mir jetzt leider gar nicht. Hier kann ich drei Bomben ausgeben. Drei Bomben quasi wieder einsammeln. Das ist der Inhalt der Kiste. The Moon. May you find all you have lost. So, erstmal hier rein. Shopping Spree. 40 Münzen, da geht was. Das ist die Blue Map. Wenn Secrets eingetragen. Oh, da oben ist ein Secret. Hier ist ein Tinted Rock. Ein Soul Heart, danke. Das ist ein Fanny Pack, filled with goodies. Ich bemerke jetzt nicht den größten Unterschied. Restlichen Münzen mal hier rein. In weiser Voraussicht auf mein baldiges Ableben in diesem Spiel. Wobei Gerüchte über mein frühes Ableben vielleicht ein bisschen voreilig waren. Aber ich habe meine Spinnenarmee eingebüßt, zumindest ein Großteil davon. Hier, the Emperor challenge me, ne? Death lay waste to all that oppose you. Find all that you have lost. Machen wir erstmal hier. Wahrsagen. Okay. Soul Heart. Karte. Two of Spades. Auch nicht verkehrt. Meet strangers without prejudice. Jetzt habe ich keine weitere. Münze mehr. Okay, machen wir kaputt. Holen wir uns eine Münze wieder. Schlüssel, Bombe. Was auch immer eine Bombe in dem Automaten zu suchen hat, das muss ich nicht verstehen. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung Boss. The Moon. Ich probiere mal aus. Es bringt mich in den einen Geheimraum. Ja, klasse. Nicht mein erklärtes Ziel. Das bringt mich wahrscheinlich in den Bossraum, oder? Ja, tut es. Aha. Komm schon, Bob. Bobs Gehirn ist schwierig. Bumm. Ja, ist ja gut. Ich hab dich gehört. Ich weiß, wie mein Name ist.
No surprises. Okay, jetzt. Ich brauche ein bisschen hier. Ah, komm. Und something sticky. Unlocked. Eine Box mit Zeug. Lemon Party. The Hanged Man. May you find enlightenment. Ja? Was ist das hier? Das ist... Woosh. Ich glaube, ich nehme Woosh mit. Das nenne ich doch mal eine Range. Ja. Da ist Dark Bum. Immer wieder eine gern gesehene Kombination. Ab und zu. Vorausgesetzt, gibt mir dann auch wirklich das, was ich will. Oh, zwei Soul Hearts. Das ist gut. So. Spinnenarmee, Dark Bum, Guppys Kopf, Bobs Brain. Was soll noch schief gehen? Anscheinend eine ganze Menge. Schlüssel, das sieht schon mal vielversprechend aus. So. Die Dinger sind praktisch, so kann ich mir noch ein paar Spinnen ranzüchten. Gurgling schnell zu erledigen. Ah, das war der Creep, dammit. Lemon Party. Auch gut. Krieg ich das zumindest wieder. Gehen wir hier über. Ah, ja, ah, klasse. Revenge Fly ist schon fast ein bisschen zu langsam dafür. Aber nur fast. Wunderbar. Geheimer Raum. Wir dürfen uns am Glücksspiel betreiben. Ah, klasse. Herz, Dark Bum, gib mir was. Yes. Und eine Bombe. So, machen wir mal hier. Oh, kommt eine Kiste. Noch eine Spinne. Health up. Oh, nice. Jetzt muss ich lustigerweise sogar noch mal eine von den roten Herzen einsammeln, wenn ich eins finde. Wenn ich eins finde. The Hanged Man. May you find enlightenment. Wahrscheinlich nicht. Homunculus. Hier sind viele von den... Nope. Nichts Brauchbares da drin. Hier ist noch ein... Da könnte ich mal nachschauen. Da, die Dinger. Ich mag die nicht. Aber ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit. Die Dinger mögen mich auch nicht. Seht sie euch an. Na, ich glaube, den Schlüssel brauche ich nicht. Ja. Roter Creep auf rotem Untergrund. Ganz großes Tennis. Bin überrascht, dass ich mich jetzt überhaupt schon so... Oh. Oh, das mit Bob's Brain hätte jetzt böse werden können. Warte mal. So, Bob's Brain erstmal da weg. Und das. Und das. Ein Soul Heart.
Ein Schlüssel, noch einer. Ich habe ja so wenig davon. Bam, ich hasse dich. Das waren meine Herzen. Blödes Kackvieh. Das ist mein Herz. So, Edge. Aber ich glaube, du kannst den Rest nehmen. Ja. Fetal Protection. Ich weiß nicht, ob mir das was nützt. Ich befürchte fast nein. So. Huh. Da unten ist was. Lass mal ihn erstmal zwei nehmen. Rausgehen. Dann gibt er mir was dafür. Sehr gut. Nochmal. Weil ich glaube immer nach zwei Herzen. Oder auch nicht. Ernsthaft? Er gibt mir ein rotes Herz? Oh, das war der Fehler. Okay, also muss ich mit Dark Pump quasi den Raum verlassen, wenn ich wieder Soul Hearts haben will. Und weil das dann irgendwie so komisch rückwärts zählt oder irgendwie sowas in der Richtung, ja. Nochmal hier. Interessant, das hinterlässt roten Creep. Ich bin auch nicht für sehr lange, aber... Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben. Was ist das hier? Speed down. Oh, Gott. Damn it. Okay, alles wird gut. Alles wird gut. Mr. Fred. Hi, Fred. Goodbye. Oh, whoa, 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 whoa. Mr. Fred scheint ziemlich lokal zu bleiben. Wobei mit meiner Range sollte ich das gut hinkriegen. Könnte der einfachste Bosskampf bisher... Ja. Latch Key. Lock up. Oh, Evil Heart. Nice. So, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Enlightened Man zeigt mir die Position von Geheimräumen an. Yes. Sehr nützlich. Bumm. Ah. Spielverderber. Ja, Evil Heart, damit geht's auch. Kleine Spinnenarmee. Nichts. Nichts, wofür es sich gelohnt hätte, hier reinzugehen. Okay. Oh. Ungünstig. Da lag ein Schlüssel. So. So, okay.
schöner Raum für eine Spinnenarmee heranzuzüchten. Nicht schlecht. Ich werde mal eine kleine Bombe platzieren. Dark Bomb gibt mir nichts. Speed Down will ich nicht. 48 Hour Energy könnte mir helfen. Jetzt hat sich zumindest das Schlüsselproblem schon mal erledigt. So, hier geht's zum Boss. Aber jetzt direkt zum Boss zu latschen wäre ein kleines bisschen langweilig. Komm, Dark Bomb, gib mir Soul Hearts. Ja, danke. Was ist das? Speed Up. Ja, gerne genommen. Immer wieder gerne. Bumm. Yeah. Wenn die meiste meiner Bombenarmee jetzt mittlerweile wieder abhanden gekommen ist. Apropos Bombe. Da war doch was. Das ist Moms Zehennagel. Oh. Hi, Mom. Aha. Dark Bomb, gib mir ein Herz. Ah, du hattest einen Job, Dark Bomb. Einen Job. Eine Aufgabe. Um. Ein bisschen Geld. Pretty Penny und so weiter. Wollen wir doch mal hier durch den Morast latschen. Du hättest gerne Geld. Geld habe ich genug. Geld kannst du gerne von mir haben. Oh, Mom macht den Boden kaputt, stelle ich gerade fest. Mom mag den Boden nicht. Portable Slot Machine. Na. Nehme ich lieber das hier. Ne. Hier geht's lang. Haha. So. Oh, da ist noch ein Soul Heart. Okay, bin ich bereit? Ich glaube nicht. Do it, Revenge Fly! Do it! Revenge! Avenge me! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte mit Revenge Fly tatsächlich sogar klappen. Unfassbar. Fucking Revenge Fly. My Hero. Kathedrale.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hätte gedacht, dass ich so weit komme? Hä? Also ich jedenfalls nicht. Wie kann ich so weitermachen wie bis jetzt? Hier ist eine Kiste. Da ist eine Trollbombe. Hallo Trollbombe. Ich hasse dich. Ah. Das ist Mom's Toenail. Ich glaube, ich brauche dringend ein anderes Gimmick. Weil das Ding hier wird mich auf Dauer umbringen. Wenn mich irgendetwas auf Dauer umbringt, dann ist es Mom's Toenail. Bedeutet für mich an dieser Stelle auch, ich muss laufen wie ein Wahnsinniger. Typ, bleib mal cremig hier. Wobei, das Pferd hat es eigentlich hinter sich. Revenge Fly ist mein treuer Verbündeter. Okay, jetzt läuft's nach dem Schema ab. Jetzt einsammeln, abliefern. Einsammeln, abliefern. Gut. Ich hätte auf die Explosion gerne verzichtet. Aber das Spiel hat mal wieder... Oh, Daddy Longlegs. Hi, Daddy Longlegs. Hi. Das RNG war mit mir. Wenn auch mit kaum was anderem. Könnte es gewesen sein. Und eine weitere Soul Hearts. Wo kommst du her? Wo bist du? Da. Gib mir was. Das ist das Falsche. Hättest mir was Besseres geben sollen. Weiß nicht, irgendwas mit Spaß. Spannung. Ha. Huh. Das sieht nicht gut aus. Liebe Freunde der Dunkelheit. Nope. That's it. I died it. Ungünstig, aber ja. Ich bin froh, dass ich es überhaupt so lange geschafft habe. Aber vielleicht läuft der nächste Run hier besser. Vielleicht kriege ich ja Guppy komplett. Und wenn ich mich nicht ganz so blöd dabei anstelle, dann könnte ich den Run sogar schaffen. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!